Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil vom Knight Rider Tutorial. Heute geht's weiter mit der Motorhaube und wir legen gleich los. Ich benutze die Version Blender 2.6. Gut. Wir kopieren uns mal diese äußerste Linie, das äußerste Edge, mit Shift D und schieben es ein ganz kleines Stückchen weg von dem anderen hier auf x, einfach um minus Punkt 001, und können dann praktisch loslegen. Und zwar gehen wir in die Seitenansicht und machen uns einmal einen Überblick, was wir machen wollen. Wir wollen jetzt praktisch die ganze Motorhaube modellieren, oder ich will euch das zeigen. Allerdings noch nicht diesen Spoiler hier oben, den man in der oberen Ansicht gut sehen kann. Nicht dieses Teil hier, weil das nicht symmetrisch ist und wir jetzt ja noch hier den Mirror Modifier haben. Also erstmal nur dieses sonstige Teil und das dann später. Okay. Also. Extrude und auf X. Und dann erstmal zu dieser Linie hier, die ist ganz naheliegend. Und dann erstmal die Vertices anpassen. Fangen wir mit dem hier ganz hinten an. GX, damit das hier schon mal stimmt. So. Ich mache euch noch die Screencasts an. So. Okay. Dann fangen wir hier an. GX. GX. Und GX. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, dieses einfach Punkte anlegen. GX. Hier können wir jetzt gleich diesen Punkt schon ein bisschen verschieben, damit er dann gleich da an diesem Punkt liegt. Kurz in der Seitenansicht den dann noch ein bisschen höher machen, damit es passt. So etwa. Diesen Punkt, den können wir gleich ein bisschen nach unten verschieben. Dann auch wieder in der Seitenansicht gucken. So. Und hier einmal den Z-Modus, um zu sehen, was hier los ist. Hier ist das Ganze ein bisschen Fummelkram. Machen wir mal so. Ein bisschen zurück. Okay. Dann kurz in der Seitenansicht können wir das Ganze einen Ticken nach oben holen. Aber wirklich nur einen Ticken, und diesen Punkt lassen wir aus. GZ. Wirklich nur ein kleines bisschen. Gut. Dann können wir weiter extrudieren. Den letzten Punkt noch dazu nehmen, können wir einfach Steuerung Plus drücken. Ach nee. Falsch gedacht. Also einfach mit Alt und rechter Maustaste. Und dann extrudieren wir mal weiter. Erstmal ganz grob, auf X ruhig, bis zu dieser Linie. Und dann machen wir noch ein paar Loopcuts hier für die Scheinwerfer, die jetzt gerade zugeklappt sind. Und dieses andere Teil hier und so weiter. Gut, dieser Punkt liegt jetzt schon richtig. Alle anderen können wir anpassen. GX. Ein schönes Vergnügen hier. So. Das passen wir gleich noch an. Erstmal oben fertig. X, GX. Ja, schön, dass man Blender so entspannt zweihändig benutzen kann. Also mit Maus und Tastatur. Das erleichtert das Ganze sehr. Man macht das Ganze natürlich auch schnell. So. Jetzt können wir hier sehen, dieser Punkt, den könnten wir eigentlich praktisch so legen, dass das Edge dann hier entlang läuft. Also hier gibt es eine tolle Möglichkeit mit Shift F, Vertices Slide, würde ich das mal nennen. Heißt, glaube ich, sogar so. Und den können wir dann einfach verschieben.
Und dann noch in der Seitenansicht anpassen. Wobei das schon recht gut ist. So. Alle anderen Punkte müssen wir noch anpassen. Können wir wieder den untersten abwählen. Und in der Seitenansicht auf Z wirklich ein ganzes Stückchen höher machen. Ja, okay. Nicht so viel. Vielleicht so. Und hier vielleicht ein bisschen mehr dann noch. So, das müsste gehen. Jetzt brauchen wir noch mit Shift F nochmal den ein bisschen verschieben. So. Und dann noch einen Loop-Cut hinzufügen, den wir dann hier platzieren. Und dann noch einen hier, um den Abschluss zu finden. Gut. Und noch einen hier. Und dann können wir diesen Punkt noch verschieben mit Shift und V und Shift und V. So. Gut. Und dann noch den letzten Schritt. Extrude X. Und dann müssen wir noch hier das Clipping aktivieren im Modifier Panel, den Mirror Modifier Clipping. Dann wird die dann hier nicht über die mittlere Linie hinübergehen. Sieht dann aus wie ein Reißverschluss, finde ich. GX. Gut. Dann können wir diese drei Punkte einfach vorne schieben, würde ich sagen. So, Y. Das Ganze mal in der Seitenansicht anschauen. Ja, diesen Punkt mal einen Ticken zurück. Da passen die Blueprints nicht ganz aufeinander. Können wir auf Z ein bisschen anheben, ein bisschen mehr. Der muss dann gleich dahin. Den können wir dann da so liegen lassen und den Rest der Linie, die dreimal abwählen, schieben wir noch ein bisschen nach oben. GZ. So vielleicht. Kann sie mal anschauen. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Können mal den Smooth Shading drücken. Gucken, ob Normalfehler drin sind. Sind. Können wir beseitigen, indem wir Steuerung N drücken. Nachdem wir alles markiert haben. Und dann geht's weiter. Jetzt geht es darum, hier diese Art Spoiler zu machen. Dieses Teilchen hier sozusagen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen hier noch einen Loop Cut dazu mit Steuerung R. Schieben den hier relativ nah ran und wählen uns dann den Punkt noch zusätzlich und ziehen den auch nach oben. So wie den in der Mitte schon. Und dann noch wieder an die richtige Stelle da hinten. Nehmen wir den mal ruhig mit. Hier hätten wir jetzt auch wieder den Vertex Slide benutzen können. Ich verplant. So. So. Okay. Können wir die Punkte alle mal auf der Z-Achse anpassen? S, Z und 0. Dann wird es gerade. Gut. Das Ganze sieht man jetzt noch nicht so stark. Das passen wir dann später noch mit Loop Cuts an, bei der Feinbearbeitung. Aber die Grundlage ist schon gegeben. Jetzt soll es noch weitergehen hier vorne. Und zwar müssen wir jetzt beachten, dass jetzt zwei verschiedene, ja, Objekte nicht, Meshes nicht, aber die sind halt nicht verbunden. Das habe ich extra gemacht, damit die Motorhaube abgetrennt ist von dem Rest. Das ist ja in den meisten Fällen so, dass man die Motorhaube öffnen kann und das soll hier auch möglich sein.
Und deshalb müssen wir jetzt hier aufpassen, dass wir die trotzdem dann relativ nah aneinander bauen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Vorher möchte ich noch einen Loop Cut entfernen, diesen hier. Und zwar mit X und dann den Loop weg. Und das gleiche auch hier noch. Okay. Und jetzt markieren wir hier die vordere Linie und in der Seitenansicht gehen wir dann mit dem Extrude nach unten und zwar nur ein kleines Stückchen. Jetzt brauchen wir wieder das wunderbare Snapping Tool und auf GZ gehen wir dann genau an diesen Punkt. Können das kurz wieder ausmachen und auf Y passen wir das so ein bisschen an. Dann wieder an und E, Z hier wieder ausmachen und auf Y auch noch verschieben. Und jetzt natürlich dann die Punkte noch anpassen. Das machen wir dann in der Seitenansicht einfach mit der Y-Achse. Das Ganze ein bisschen verschieben. Vor allem hier den äußersten Punkt, aber auch die anderen. So. Das müsste eigentlich ganz gut aussehen. Dann geht's weiter. Könnt den Punkt hier noch anpassen. So. Okay. Die Linie wieder markieren. Das Snapping Tool an und Extrude. Und dann vielleicht einfach gleich den Punkt nehmen, G und hier hin. Und dann natürlich ein bisschen weg. Ja, also das war nicht so die gute Idee. Ein Versuch war's wert. Also. Passen wir den auch wieder an. Gucken wir mal von oben. Nee. Hier mit dem Punkt stimmt sowieso irgendwas nicht. Der taucht ja so gar nicht auf dem Blueprint auf. Den müssen wir dann ein bisschen verschieben. Auf X sowieso. Und auf Y aber auch ein bisschen. Und dann nehmen wir den Punkt einfach mit. Ja, so. Okay. Soweit erstmal. Dann müssen wir jetzt noch die restlichen Punkte anpassen. Und das machen wir, indem wir jetzt diese Punkte noch extrudieren. E, Z und dann auch hier anpassen. Und dann noch G, Y. So.
E, Z, Y und E, Z und E, Y. Das Ganze jetzt noch auf X anpassen. Jetzt können wir den Punkt GZ. Den Punkt noch ein bisschen besser. Na, von vorne. GZ. Ja. Dann jetzt einfach die fehlenden Lücken schließen. Und jetzt müssen wir nur noch ein paar Loopcuts ziehen. Einen hier vorne an der Schnauze. Steuerung R. Und dann vielleicht ja, Punkt 9 und hier auch. Punkt 9 und noch einen hier unten, wo es da auch eine scharfe Kante gibt. Da reicht aber vielleicht Punkt 8. Punkt 8 minus. Brauchen wir hier dann nicht unbedingt ein. Doch. So. Gut. Alles weitere dann später. Die ganzen Schärfungen und alles Detailmäßige machen wir dann in der Feinbearbeitung, weil wir sonst an Probleme stoßen, wenn wir weitermachen. Ständig die Loopcuts mitzunehmen sind und das ziemlich stört. Gut, einfach nochmal betrachten, wie es jetzt aussieht. Ja, ich denke, man kann schon erkennen, dass es ein Auto wird. Und Kenner würden wahrscheinlich sogar schon erkennen, dass es der Knight Rider wird. Knights Industrie 2000. Ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.